Naja. Drauf geschissen, einfach losgerannt und weg. Junge, was? Junge, ich war zuerst an dir dran. Naja. Komm jetzt. Da weg. Und jetzt kann ich nicht. Jetzt müssen die natürlich auf mich aufmerksam werden. Kann ja auch kann ja nie so laufen, dass ich ihn unbemerkt erledigen kann. Oder 100%. Wenn ich jetzt auf den gehe, geht der mich anders schon halt genauso. Das heißt, ich darf jetzt hier wieder das Tor da zerstören. Das Tor darf schon wieder super. Kann ich mich hier nicht irgendwie hoch teleportieren? Nee, das ist zu weit weg oder so ein Scheiß. Nach jetzt bin ich ja ziemlich ungeduldig, was das angeht. Ja, gut. Ja, natürlich muss hier oben noch so einer sein. Ja, gut. Hauptsache, der ist weg. Und jetzt muss ich halt schnell auf den los. Vor der Möglichkeit hat, mich zu bemerken. Jetzt heißt es einfach schnell hier hoch und dann darüber. Möglichst. Ja, bleibt zumindest so auf, dass das jetzt funktioniert. Ja, perfekt. Es hat geklappt, wie soll. Hier scheint auch nichts zu sein. Und wenn man so gerade schon mal hier sind. Ja, ne. Schauen wir das. Ne, warte, warte. Jedes Mal der gleiche Mist. Dann da, zack. Ja, perfekt. So, habe ich jetzt noch was, um hier irgendwas freizuschalten? Ne, habe ich nicht. Es sollte mir zumindest ermöglichen, sollte mir zumindest ein paar nützliche Sachen erlauben, je nachdem, wie das halt funktioniert. Ist auch immer eine Frage. Na, immerhin. Ich meine, die Schwertkämpfer sind Probleme, keine Frage, aber andererseits ist es halt so, wenn ich die nicht loskriege, dann komme ich hier auch nicht weiter. Wenn ich ihn hier erledige, wird den Typ den sehen. Ich muss halt einfach hier durch das Tor, ne? Aber andererseits kann ich mich dann halt an den vorbeischleichen. Und ja gut, das muss jetzt sein. So, zack. Also ich muss jetzt hier durch das Tor, ne? Das heißt, ich muss an den Leuten da unten vorbei. Ja gut. Komm, geht weg. Komm, beweg dich, danke. Ab hier weiter. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ich bin klar, ich muss ein paar Punkte opfern, aber andererseits, naja, kleines Opfer fürs große Ziel. Lass die. Ach komm. Heim. Wenn sich Leute bei Aragami 2 mal wiederholen und Sarah beschweren, warum nicht hier? Ich bin hier, muss man auch oft genug das genau gleiche machen. Ist ja nicht so, als wäre das nur Sequel Exclusive, so. Komm, das halt niemals nicht auf. Aber ich kann es halt noch schaffen, gerade so in den toten Winkel zu kommen. Ja gut, das war jetzt unvermeidbar.
Ja Gott. Das muss ja jetzt so kommen. Ich muss die Brücke herablassen, dann halt an dem Bogenschützen vorbei. Das kann ich, kann hier hingehen. Dann wiederum hier rüber. Dann ist er vorbei. Das ist auch so eine Drecksposition. Das klappt niemals. Sag ich ja. Ich bin halt zu langsam gewesen gerade mit dem. So, das Ding wieder hier auffüllen. Dann kann ich, ist jetzt die Frage, kann ich jetzt hier an den Typen ran? Ohne gesehen zu werden? Ne, glaube ich nicht. Aber was ich machen kann, ist, wenn ich das aufgeladen hätte. Die Kunai-Attacke da benutzen. Komm her. Gut, das fällt jetzt nicht auf, fällt auf, aber naja. Naja, im letzten Moment gerade noch so davon kommen. Ja gut, ne, ich muss aufladen. Ja gut, das war zu auffällig, das war zu auffällig. Ne, das darf so nicht funktionieren. Was ich dagegen machen kann, ist das hier, also mindestens mal. Wenn das gerade ziemlich auffällig war. Ich muss jetzt halt noch im toten Winkel bleiben. Ich darf. Oh. Na gut. Das ist vielleicht nicht gerade die beste Idee gewesen, aber naja. So, weg mit dem Bogenschützen. Weg mit dem Problem. Ich will jetzt große Ganze hierhin die Brücke ablassen und jetzt ab über die jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich halt von, nicht von denen getroffen werde. Gott. Ab hier rüber und schnell hier weg. Jetzt habe ich ihn vorgewarnt. Nicht wirklich. Läuft da gerade etwas zu gut. Wenn man diese ganzen Fehlschläge außer Acht lässt. Perfekt. Komm, jetzt lade ich hoch. So, zack. Und ab hier runter, dann ab da lang. Ne. Gut, den musste ich jetzt ausschalten. Und dass der nämlich hätte die anderen an der Meer, das wäre jetzt nicht praktisch. Ich bin schwer, wenn man mich trotzdem nicht sehen kann, aber. Kann mir auch egal sein. Gut, hier sind zwei. Der. Na. Gut, das muss, der muss jetzt weg. Na komm. Ab Risiko.
Ich darf jetzt nicht anhalle. Und auch jetzt muss ich jetzt meinen Schatten wieder aufladen. Da, weg mit dir. Stehst halt im Weg, das ist halt ein bisschen blöd gelaufen für dich. Komm bitte weg. Das ist halt das Problem. Sobald der mich bemerkt, bin ich K.O. Aber egal, versuchen wir es mal. Das, scheinbar ging das noch gerade. Jetzt brauche ich halt nur noch einen Eingang hierin und dann ist eigentlich gut. Macht. Genauso, wenn ich jetzt hier einer von denen ausschalten will, dann merke ich der hier. Oder halt nicht. Immerhin. Ich bin gut, dann bemerkt es aber der hier. Dann ruft er die anderen und dann ist wieder vorbei. Entweder das oder zack. Ja. Und dann habe ich wieder das Problem, dass ich irgendwie an denen vorbeikommen muss. Ich kann schlecht hingehen. Das ging? Ach komm hier. Das heißt, wichtiger ist das, dass ich an den Bogenschützen vorbeikomme. So. Das heißt, ich muss warten, bis der weg ist. Dann muss ich wiederum mich an den ranschleichen, den töten und dann weiter hoch. Weil hier, wenn, hier sieht er mich eh. Das heißt, das wird ein Problem. Das wird definitiv länger dauern, bis ich das fertig habe. Aber andererseits, wenigstens kommt man nicht ein bisschen wert aus dem Spiel raus. Ich bin, bis jetzt bin ich bei nicht mal 5 Stunden insgesamt. Die Parts sind natürlich nicht aber ansatzweise zu lang, einfach weil ich den größten der Fehler rausschneide. Das ist nicht wirklich, weil ich nicht will, dass man das sieht, sondern einfach, weil, wer will sich das angucken, wie man 1000 Mal verkackt. Na gut, das war gewaltig dumm. Das war ein gewaltiger Fehler. Ja gut, der hat jetzt sein... Komm jetzt weg. Das hat das Problem. Ich muss die jetzt irgendwie einzeln bekommen. Und hier ist halt dieses Licht, das Licht an der Treppe. Das heißt, die haben definitiv einen Vorteil hier unten. Andererseits bin ich jetzt auch nicht so weit gekommen, dass ich hier verkacken will. Gut, den habe ich weg. Das heißt, jetzt habe ich einen weiteren Weg frei, da hochzukommen. Andererseits darf ich, wenn ich jetzt die Treppe nehmen will, dann sieht er mich jemand. Oder nicht. Gut, es hat geklappt soweit. Das heißt, ich bin jetzt zumindest weiter oben. Das ist jetzt die Frage, wie komme ich zum Recht weiter hoch? Ja gut, die Frage hat sich gerade beantwortet, denke ich. Ja, immerhin schaffe ich es jetzt mal weiter. So, weg. So. Natürlich will man das nicht sehen, wie er wieder stirbt. Deswegen macht sich natürlich auch wegdrehen. Macht Sinn. Na. Bleibt bis jetzt. Ich bin hier vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig. Aber egal. Endlich. Thank you.
Das war deine Mit. Das waren deine Mitstreiter, der Dakudaga. Oder und die Lichtgeweihten. Ich habe sie schon mal gesehen. Die, die meine Eltern ermordet haben. Haben sie auch im Krieg gekämpft? Es musste diese Erinnerung sein. Nein, das war kein Bild aus dem letzten Krieg. Das ist Jahre davor geschehen. Die Dakudaga hat mich auf eine Mission geschickt. Allerdings in dieselbe Stadt, aus der diese Männer kamen. Es war die perfekte Gelegenheit, um meine Eltern endlich zu rächen. Orochi, Ryuta und ich schlugen zu, aber sie hatten es kommen sehen. Unsere Rache wird sie auch treffen. Oh, das wird nicht nötig sein. Sie sind tot. Ich habe sie getötet. Sie alle, ihre ganze Stadt, habe ich in Schutt und Asche gelegt. Als sie Orochi und Ryota töteten, erwachte der Zorn. Erwachte eine große Macht in mir. Ich verlor die Besinnung. Aber das ist in Ordnung, sie hatten den Tod verdient. Meine Familie und meine Freunde waren nicht ihre einzigen Opfer, weißt du? Jahr um Jahr hatten sie Menschen auf dem ganzen Kontinent ermordet. Aber von jener Nacht an schwor ich mir, dass die Welt meine Macht kennen sollte. Ich schwor alle Menschen vor den Angriffen der Lichtbruderschaft zu schützen. Endlich würde Frieden einkehren. Dann tauchte sie aus dem Nichts auf. Das Licht wollte ein neues Zeitalter der Unterdrückung einläuten. Beinahe wäre es ihnen gelungen. Du bist nur einen Schritt davon entfernt, zum Retter dieses Landes zu werden, Aragami. Tun wir diesen Schritt. Der General der Kaio könnte sich dir jeden Moment in den Weg stellen. Sei vorsichtig. Ich weiß, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber sei vorsichtig. Keine Sorge, ich schaff das. Naja. Und mit der Spitze, und das ist aber der höchste Raum. Das ist der Spitze nicht mehr anders vorgestellt. Aber egal. Damit will ich dann auch sagen, was das mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.